Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es mal wieder um das Gauss-Verfahren. Ich weiß, ich habe dazu schon ein Video gemacht und ja, das verlinke ich dir, wenn du hier auf das i klickst oder in die Infobox unter weitere Informationen schaust. Doch es kamen immer mal wieder Fragen auf mich hinzu. Zum Beispiel hier auf YouTube oder Instagram. Und ja, diese Fragen, die würde ich gerne in einem Video beantworten, da ich genau weiß, dass dieses Verfahren nicht unbedingt das leichteste Verfahren ist. Und falls dich das Ganze interessiert, würde ich sagen, bleibst du jetzt einfach dran und wir sehen uns wie gewohnt nach dem kurzen Intro wieder. So, ich persönlich glaube, dass das Schwierigste am Gauss-Verfahren ist, dass man diese drei Gleichungen, die man ja in der Regel hat, irgendwie in diese Stufenform bringt. Das heißt, dein Ziel ist es ja, diese Stufenform, das heißt, du hast irgendwas mit x1 in der ersten Gleichung, dann ab x2 in der zweiten Gleichung und nur x3 in der dritten Gleichung. Wie kriegt man das Ganze schematisch hin? Ich weiß, da führen ganz, ganz viele Wege nach Rom, doch es gibt trotzdem ein Schema, was sich über die Zeit einfach nur total bewährt hat. Und das Ziel ist ja, das sagte ich gerade, die Stufenform, und ich würde immer mit den vorderen Nullen anfangen. Das heißt, wir wollen ja unterhalb dieser Treppe Nullen erzeugen. Und die vorderen Nullen sind genau diese hier. Das heißt, unser erstes Ziel ist es, hier Nullen zu erzeugen. Wie macht man das? Und ich glaube, genau das ist der Knackpunkt dabei, wie das wirklich funktioniert und wo die Schwierigkeiten sind. Ich rate dir, wenn du damit noch nicht so viel Erfahrung hast, bitte schreib dir erst einmal die Zahlen vor den x1en heraus. Denk immer dran, nur x1 ist eine Abkürzung für ein x1. Das heißt, hier haben wir eine 1 vor dem x1. In der zweiten Gleichung haben wir eine 2 vor dem x1 und in der dritten Gleichung eine minus 4 vor dem x1. Und dein Ziel ist es dann immer, diese Zahlen auf dieselbe Zahl zu bringen, damit das Ganze schematisch abläuft. Ich weiß, wie gesagt, viele Wege führen nach Rom, aber damit das schematisch abläuft, die oberste Zahl in ein Minuszeichen zu haben und die beiden anderen Zeichen mit einem Pluszeichen zu haben und dahinter dieselbe Zahl. Die Frage ist jetzt, auf welche Zahl kann ich jetzt die 1, die 2 und die 4 bringen? Wir vergessen mal ganz kurz die Vorzeichen, denn die können wir mit einer Multiplikation sowieso erreichen. Also auf welcher Zahl kann ich die 1, die 2 und die 4 bringen? Ich persönlich, etwas geschulter, würde sagen die 4. Wenn du keine Ahnung hast, rechnest du folgendes. 1 mal 2 mal 4. 1 mal 2 mal 4 wäre 8. Das heißt, ich will jetzt hier eine minus 8 haben, da eine plus 8 und da auch eine plus 8. Und die Frage ist jetzt, mit was muss ich eine 1 mal nehmen, damit eine minus 8 herauskommt? Andererseits, Gegenrechnung wäre das hier durch das hier. Minus 8 durch 1, also so würden wir auf die minus 8 kommen. Erste Gleichung, also mal minus 8 nehmen. Zweite Gleichung, da wollen wir eine plus 8 haben. Also womit muss ich eine 2 mal nehmen, damit eine positive 8 rauskommt? Gegenrechnung wäre das durch das, also 8 durch 2, na, das wäre 4. Dritte Gleichung, ich will eine plus 8 haben. Also, womit muss ich eine minus 4 mal nehmen, damit eine positive 8 rauskommt? Gegenrechnung würde ich immer machen. Positiv 8 durch minus 4. Positiv durch negativ ist erstmal mal negativ. 8 durch 4 ist 2. Und so kriegst du diese Zahlen heraus. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich die größte Hürde ist, womit du diese drei Gleichungen mal nimmst, bevor du dann die erste Gleichung danach, ne, die hier plus rechnest und die hier plus rechnest. Weil wenn du das dann machst, also du nimmst erst diese erste Gleichung mal minus 8, die zweite Gleichung mal 4, die dritte Gleichung mal minus 2, schreibst das Ganze auf und danach rechnest du die erste Gleichung plus die zweite für die mittlere Zeile und die erste Gleichung plus die dritte für die untere Zeile. Dann wirst du feststellen, dass du jetzt nicht unbedingt auf dieses Gleichungssystem kommst, sondern unter Umständen im Worst Case auf ein Gleichungssystem, welches hier jetzt die Nullen hat. Das war ja genau das, was wir erzeugen wollten. Doch wir sind noch nicht ganz fertig, denn wir wollen ja die Stufenform haben. So. Das heißt, unterhalb dieser Stufe müssen Nullen sein. Die haben schon mal die Null. Und jetzt kümmern wir uns um diese Zahl hier. Das heißt, im zweiten Schritt um die untere Null. Und wenn du dabei bist, das heißt, du hast vorhin schon zwei Nullen erzeugt, ist die erste Gleichung komplett aus dem Schneider. Du machst damit am besten gar nichts mehr. Du kümmerst dich nur um die zweite und die dritte Gleichung und verfährst wieder so. Du schreibst dir dann die Zahlen von den x2en raus. Hier ist eine 3, 3x2. Und da ist eine 7, 7x2.
Auf welche Zahl kann ich beide bringen? Wenn ich keine Ahnung habe, rechne ich 3 mal 7, was auch das Richtige wäre, also auf 21. Und ich will wieder das oberste mit einem negativen Vorzeichen haben, das untere nicht. Also immer am besten das oberste mit einem negativen Vorzeichen, die anderen nicht. Wenn die anderen zwei Gleichungen sind, dann müssen die anderen beiden positiv sein. Hier in dem Fall nur eine Gleichung. So, womit muss ich also diese Gleichung mal nehmen, damit da hier minus 21 steht? Rechnung wäre minus 21 geteilt durch 3. Negativ durch positiv ist negativ, also ich multipliziere sowieso mal minus. Und 21 durch 3 ist 7, also mal minus 7. Also diese Gleichung hier mal minus 7. Untere Gleichung, ich will dann eine positive 21 haben. Also rechne ich 21 durch 7. 21 durch 7 ist 3, also mal 3. Untere Gleichung, also mal 3, damit ich die dann dazu plus rechnen kann, damit ich hier meine nächste 0 erzeuge. Wenn du das genauso machst, glaub mir, dann wirst du immer Schema F auf diese Stufenform kommen. Das soll es wohl schon gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass dir dieses Video etwas geholfen hat. Wenn das so ist, vergesse nicht zu bewerten, zu kommentieren und vor allen Dingen zu teilen. Kleiner Hinweis, das war jetzt so eine abgespeckte Version, nur wie du ein paar Kniffe durchführst. Ich habe gerade anfangs schon gesagt, dass dazu ein komplettes Video schon existiert. Das verlinke ich dir, wie gesagt, wenn du hier auf das i klickst oder in die Infobox guckst. Dort siehst du nochmal diesen kompletten Ablauf, wie man auch zur Lösung kommt und so weiter und so fort. Und ich glaube, diese beiden Videos zusammen, die bilden schon eine Einheit, die sollte man sich hier nicht entgehen lassen. Und falls du selber Videowünsche hast, dann mach es genau wie diese Person. Schreib mir am besten eine Nachricht über Instagram. Und ja, dann werde ich dazu sicherlich ein Video machen. Und das war es, wie gesagt, komplett. Das habe ich gerade schon gesagt. Und jetzt wünsche ich dir wie immer viel Erfolg beim Lernen.